Hey Leute, hier möchte ich für euch ein kleines Video über die aktuelle Woche der Nightwave machen. Und bevor es losgeht, schauen wir gerade bei den Angeboten rein, damit wir schauen können, welche Mods dieses Mal im Angebot sind. Wir hätten irreleitendes Band, absoluter Müll. Schädelgeschosse, absolut Hammer. Holt euch dieses Ding, ihr werdet die Viper vermutlich nie wieder aus der Hand legen wollen. Sobald wir den Kopf treffen, hat die Waffe eine 100%ige Munitionseffizienz, was bedeutet, wir können ewig weiterschießen, solange wir den Kopf hin und wieder mal treffen. Dadurch, dass die Viper so eine schöne Streuung haben, treffen wir sogar den Kopf, auch wenn wir gar nicht auf den Kopf zielen. Das heißt, wir verbrauchen immer einen Schuss, danach sind wir wieder lange Zeit munitionseffizient. Einfach nur geil. Singularität. Auch Müll, aber den kann ich euch absolut nur empfehlen. Ihr werdet diesen Mod lieben, wenn ihr die Viper eh schon mochtet oder Schnellfeuerwaffen mögt. Also, geil. Anders kann ich es nicht sagen. Ihr merkt schon, ich schwärme dafür. Und skinsmäßig scheinen wir nichts Neues zu haben, weil es wird alles ausgeblendet, wenn ich auf im Besitz verstecken drücke. Gut. Kommen wir jetzt zu den Aufgaben. Hacke 8 Konsolen, selbsterklärend. Markiere 5 Mods oder Ressourcen, selbsterklärend. Schließe 3 Railjack-Missionen ab. Da würde ich persönlich euch empfehlen, dass ihr, wenn ihr das schnell machen wollt, dann geht ihr nach Earth Proxima, also Erde Proxima, und macht da Posit Cluster. Da müsst ihr maximal 30 Fighter zerstören und 2 Cruise-Schiffe. Aber theoretisch sehe ich gerade, ihr könnt Posit Cluster machen, Sava Strait, Ryan Belt, Pangul Satellites, Orgel Cluster und Minhest Station. Das bedeutet, die alle könnt ihr machen, habt da maximal 30 Fighter und 2 Cruise-Schiffe. Ja, und ich gehe davon aus, wenn ihr das macht, also möglichst schnell, braucht ihr pro Mission solo vermutlich so 40 bis 60 Sekunden, würde ich an dieser Stelle mal behaupten. Können wir aber gleich gerne testen. Da würde ich euch dann empfehlen, dass ihr die Seeker-Wally reinmacht in eure 3, damit ihr alle Gegner mit einmal 3 töten könnt. Und rein, wenn ihr Glück habt, reicht eine einzige Seeker-Wally aus, um alle Fighter zu töten. Fange 6 seltene Fische in den Ebenen von Eidolon. Naja, da holt ihr euch einen Köder. Und angelt die Fische, die einen eigenen Köder haben. Das heißt, ob ihr das Ganze bei Tag oder bei Nacht machen wollt, müsst ihr wissen. Ich persönlich bevorzuge es, bei Nacht zu machen. Da gehe ich direkt, wenn man reinkommt, nach links zu dem See, wo der Geysir ist. Und da angle ich dann die Cthuls. Hütte 500 Gegner. Selbsterklärend. Also das könnt ihr auch möglichst schnell machen. Da geht ihr in Sanctuary Onslaught, also Sanctuary Ansturm rein. Und nach 2, maximal 3 Runden mit einem AOE-Frame solltet ihr eure 500 Kills haben. Aber ganz im Ernst, wenn ihr das Spiel spielt, habt ihr das da nach einem Tag? Habt ihr das nach 10 Minuten? Bände 3 Gefangennahme-Missionen würde ich euch empfehlen, vielleicht mit einem Relikt zu kombinieren. Also mit Relikt-Missionen. Da bekommt ihr dann halt ein paar Relikt, also ein paar Prime-Teile oder Former sowas raus. Und habt gleichzeitig noch das hier gemacht. Bände alle 3 Lager in Sabotage-Missionen. Ich hasse das Ding. Das werde ich auch nicht mehr machen. Da geht ihr einfach random in eine Sabotagemission rein. Sucht euch vielleicht die raus, die ihr am liebsten macht. Zum Beispiel, ich hatte früher immer gerne die Korpusraumschiffe gemacht. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt da aussieht. Also, ich werde das Ding komplett weglassen. Und wenn ihr da jetzt in eine Random-Gruppe reingeht, gerade wenn das in der aktuellen Nightwave drin ist, werden die auch alle die Kisten suchen. Bände 3 Einsätze. Ja, das könnt ihr theoretisch innerhalb von 2 Tagen machen. Also wenn ihr zum Beispiel noch eine Sortie vom letzten Tag habt, wie bei mir, weil ich mache die nie. Das heißt, ich könnte jetzt noch die Sortie von gestern machen, ich könnte die Sortie von heute machen und morgen kann ich dann nochmal eine Sortie machen. Das heißt, ich bin in 2 Tagen durch. Hier hätten wir jetzt Spionage, Verteidigung, Attentat. Würde ich niemals machen, weil es mir viel zu lange dauert und den Aufwand nicht wert ist. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass das hier jetzt mit Absicht drin ist, diese 3 Einsätze. Weil mit dem letzten Update wurde es so gemacht, dass der Schakal 7 Tage lang in der Sortie drin ist. Und ich denke mal, DE will dadurch vielleicht ein bisschen, dass auch der neue Boss ausprobiert wird. Also ich werde es vielleicht machen, wenn die ersten beiden Missionen schnell gehen. Sowas wie Auslöschung, Gefangennahme, Befreiung, sowas. Aber wenn sowas ist wie Spionage und Verteidigung, nee, das mache ich nicht. Aber müsst ihr halt eben einschätzen, wie ihr das am liebsten machen wollt. Und was ihr auch überlegen könnt, dass ihr zum Beispiel die Woche hier nur 1 oder 2 von den Dingern macht, wenn die halt kurz sind, und dann einen der kommenden Wochen das Ganze nachholt. Euer Fortschritt wird gespeichert. Das heißt, wenn ihr jetzt 2 macht,
Dann ist es erstmal nächste Woche weg. Wenn ihr dann im Nachholbereich seid, fangt ihr direkt wieder bei den zwei an und müsst nur noch eins nachholen. Töte oder fang einen Eidolon Hydrolyst. Naja, das ist auch eigentlich ziemlich selbst erklärt. Ihr müsst in die Plains of Eidolon rein und da dann halt eben einmal den Hydrolysten fangen oder töten. Also am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr das mit einer Premade-Gruppe macht, aber ihr könnt auch ganz einfach da mit einer Random-Gruppe reingehen. Ein bis zweimal pro Nacht sollten die das doch schon hinbekommen. Mit einer guten Gruppe schafft ihr auch 5 bis 7 Mal in einer Nacht die 3 Stück zu machen, aber das ist dann wirklich schon absoluter Speedrun. Gut, dann gehen wir jetzt mal schnell in Strydock. Da zeige ich euch nochmal, welche Avionik ihr braucht. Ich komme nicht in mein eigenes Dojo rein. Wow. Und dann noch schnell eine Mission, wie man das möglichst schnell machen kann. Gut, hier wären wir dann. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Ich musste manuell die Lobby schließen und eine neue aufmachen. Und die Avionik, die ich meinte, war suchende Salve. Damit verschießen wir super viele Raketen. Später ist vordere Artillerie auch noch von Vorteil und günstige Artillerie auch auf jeden Fall. Was ich euch empfehlen kann, ich spiele generell nur noch mit dem, ist, wo haben wir ihn? Den ZG-Reaktor reinzumachen. Dadurch habt ihr auch genügend Fluxenergie. Und ja, das Ganze geht dann halt super schnell und einfach. Und ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass wir so ungefähr eine Minute dafür brauchen. Wenn wir mit 2 Mann das Ganze machen, schafft man es vermutlich auch noch deutlich schneller. Das ist jetzt keine Übertreibung oder so, das meine ich vollkommen ernst. Und probieren wir es jetzt einfach mal aus. Erde Proxima, da Posit Cluster und auf geht's. Wenn wir irgendwann mal drin sind. Irgendwann. Gut, los geht's. Erste Raketensalve unterwegs. Und jetzt müssten eigentlich schon alle Fighter tot sein. Glück. Ja. Genau so habe ich mir das gedacht. Weil ihr könnt auch schon die Raketen abfeuern, wenn erst wenig Fighter da sind. Die anderen spawnen nach und da die Raketen immer noch sich später auf ein Ziel festlegen können, ist das eine geile Sache. So, ich habe 5 Dome Charges. Jetzt habe ich immer noch 5. Und jetzt habe ich nur noch 4. Das liegt dann halt an günstiger Artillerie. Dadurch kann ich dann halt wirklich schaffen, dass ich... Wie lange habe ich gebraucht? 1,22, okay. Ja, durch günstige Artillerie kann ich halt wirklich dann so 2, 3 Missionen an einem machen, ohne auch nur einmal meine Dome Charges nachladen zu müssen. Und das ist halt wirklich angenehm. Rein theoretisch pro Mission habe ich 2 von den Schiffschirmen. Das heißt, ich muss nur ein einziges Mal keine Munition verbrauchen und schon könnte ich alle 3 Missionen in einem durchmachen. Genauso die Fluxenergie sollte auch ohne Probleme für 3 Missionen reichen. War für deutlich mehr. Oh, das ist wirklich eine schnelle Mission. Ich denke, das hier wird so 1,10. So, das wäre es eigentlich schon gewesen. 1,8. Sagen wir 1,10, bis die Mission vorbei war. Wow, wieder MK1. Gut, an sich wäre es noch eine mehr, aber da gerade eben mir das Spiel abgeschmiert war, hatte ich schon eine gemacht. Und ihr seht, das geht halt wirklich super, super flott. Da muss man nicht viel beachten oder sonst was. Ja, man macht das einfach in einem Rutsch durch. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.